Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigung, wir haben unsere Badtür quietscht immer und meine Mutter war gerade im Bad, weil sich die Hände gewaschen hat und ist gleich einkaufen geht. Und die quietscht immer, es hört sich sehr komisch an. Also, ja, jetzt hätte ich fast ein ganzes Jahr gesagt, ein halbes Jahr ist es her, da habe ich euch auf meinem Discord-Server diesen Text geschickt. Juhu, ich möchte am Wochenende ein neues Video aufnehmen. Dafür brauche ich eure Hilfe. Ihr könnt mir bis Samstag in Bilder oder Pictures lustige, peinliche und komische SSO-Bilder schicken, die ich dann nachstellen werde. Ich bin gespannt auf eure Bilder. Ja, wie gesagt, ein halbes Jahr ist es her. Nichts passiert. Ihr habt mir so viele Bilder geschickt und ja, ich habe sie nicht nachgestellt. Warum? Zeitlich sind die Prüfungen dazwischen gekommen und es gab immer wieder andere Videos, die ihr eher sehen wolltet, beziehungsweise andere Videos, die ich eher machen wollte. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber irgendwie habe ich jetzt wieder Bock drauf, diese Videos oder allgemein dieses Video zu machen. Und eure Bilder sollen ja nicht verfallen, das sind wirklich echt coole Bilder dabei. Ich werde natürlich in diesem Video nicht alle Bilder nachstellen können, deshalb gibt es am Montag einen Stream, und zwar das ist der nächste Montag, das ist der 28.06. Hier auf meinem Kanal, wo ich weitere Bilder nachstellen werde. Also, falls ihr es nicht verpassen wollt, am 28.06. der Montag werde ich streamen und weitere von euren Bildern nachstellen. Und ja, bis dahin gibt es jetzt erstmal ein paar lustige Bilder zu sehen. Das erste Bild ist von Gurke und ja, wir sehen ihren Charakter auf dem Boden sitzen vor Steve und ich will lieber nicht wissen, was sie da macht. Und Gurke hat dazu geschrieben, dazu sagen wir jetzt nichts, okay? Nein, machen wir nicht. Aber ich fand dieses Bild ganz lustig und dachte mir, das könnte man doch mal nachstellen. Ich weiß nicht, ob ich genau das komplette Outfit habe, was auf dem Bild dort gezeigt ist, aber ich gucke mal, ob ich was Ähnliches zusammensuchen kann. Also dieser Hut ist ja schon wieder absolut top. Oh, ich liebe diese Hüte nicht. Also weiß ich nicht, würde ich nicht privat tragen. Obwohl, so schlecht sieht es ja gar nicht. Ja, dreh schön den Kopf weg, wenn ich gucken will, ja? Eigentlich wollte ich sagen, so schlecht sieht es gar nicht aus. Tada! Sieht es nicht genauso aus wie auf dem Foto? Natürlich nicht, aber ja, ich habe natürlich nicht alles, aber das sind so die Dinge, die ich gefunden habe, die am ähnlichsten sind. Und ja, auf geht's zu Steve, der freut sich schon, dass wir kommen. Steve, wir kommen! Okay. Okay. So, und was ist das jetzt für eine Position auf dem Foto? Ich glaube, sowas hier. Ich will nicht wissen, was sich die anderen Leute jetzt denken. Ich glaube schon so ungefähr. Okay, die Dunkelheit ist auf jeden Fall etwas anders. Das Foto wurde auf jeden Fall aufgenommen, da war es nachts. Und das Pferd an der Seite, das kriegen wir jetzt natürlich nicht hin. Aber dieser Blick von Steve einfach. Guckt er immer so? Also ich, nee, warte mal, man sieht seinen Blick gar nicht auf dem Foto, das sehe ich gerade. Man sieht es einfach, oh Gott, nein, so nah wollte ich nicht. Ich glaube, so ist das. Ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut gelungen. Passt eigentlich, oder? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, die Haare und die Klamotten sind jetzt anders, aber ja, so ein schönes Foto gibt es natürlich auch einmal. Nur einmal, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr findet, wie ich es nachgestellt habe. Und ob man es erkennt. Und dann gehen wir zum nächsten Bild. Das nächste Foto kommt von Socke und trägt die Überschrift Ich bin ein Baum. Und dreimal kann man raten, was auf dem Bild zu sehen ist. Hier ist es. Ein Baum. Ja, da braucht man jetzt kein großartiges Outfit für, sondern nur eine Kappe. Die Brille habe ich ja schon.
Und das suche ich mal schnell raus und dann begeben wir uns zu einem Baum. Den Blättern zu urteilen, denke ich mal, dass es in Golden Hills sein wird. Den genauen Baum werde ich wahrscheinlich nicht finden, aber es gibt ja viele Bäume, also einer muss dann irgendwie herhalten, ne? Theoretisch könnte ich sogar den Baum da schon nehmen, aber das wird nicht sein. Ja, ich suche jetzt einfach erstmal nach diesem Baum. Vielleicht finde ich ihn ja doch irgendwo und falls nicht, dann nehmen wir einfach den Baum. Ich weiß auch gar nicht, ob man einfach in jeden Baum reingehen kann oder ob das wirklich dieser bestimmte Baum sein muss. Okay, Leute, ich habe den Baum nicht gefunden. Es sind einfach zu viele Bäume hier. Socke, falls du dieses Video siehst, kannst du mir mal irgendwie in den Kommentaren erklären, wo dieser Baum zu finden ist. Ich nehme jetzt einfach den Baum hier und, sag mir bitte, ich kann mich natürlich nicht da reinbacken. Das war klar. Gut, ich suche einen anderen Baum. Oder geht der hier vielleicht? Nee. Aber wenn das jetzt dieser spezielle Baum sein muss, ne, ich raste aus. Ich probiere jetzt den Baum hier. Und? Nein, auch nicht. Oder vielleicht, wenn ich von hinten reingehe? Also es kann ja sein... Nee, auch nicht. Das kann doch nicht sein. Haben die das gefixt in der Zwischenzeit? Also ich meine, es ist ja schon ein halbes Jahr her, ne? Oder muss es halt wirklich dieser bestimmte Baum sein? Ich gucke jetzt nochmal bei dem Baum. Vielleicht passt der ja. Nein, auch nicht. Auch hier kann ich mich nicht reinbacken. Gut, dann, suche ich jetzt kurz noch weiter. 2000 Jahre später. Okay, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig wird, dieses Bild nachzustellen. Aber ich bin jetzt in so viele Bäume hier reingelaufen, auf dem Weg hierher. Und ich habe weder den Baum auf dem Foto gefunden, noch habe ich einen Baum gefunden, in den ich mich reinbacken kann. Also wahrscheinlich wurde es gefixt. Oder ich bin halt einfach zu blöd. Kann natürlich alles sein. Falls ihr irgendwie mehr Ahnung habt oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde jetzt nicht wirklich noch irgendeinen Baum, bei dem es funktionieren könnte, der halt so ähnlich aussieht oder wo man sich reinbacken kann. Deswegen würde ich mal sagen... Ach, hier ist Müll, den nehme ich gleich mit. Deswegen würde ich sagen, kann ich dieses Foto nicht nachstellen und gebe mich geschlagen. Als nächstes haben wir ein wunderschönes Foto von Red Ruby, was aber für mich jetzt gerade schwer nachzustellen ist, weil ich auf diesem Account diesen Friesen nicht habe. Deswegen werde ich mir das nochmal im Stream angucken. Aber es gibt noch ein paar weitere Bilder von Red Ruby, und zwar dieses wunderschöne Kuhbild hier und dieses wunderschöne Schweinsbild hier. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Maske habe von den Tieren. Ich habe einfach keine Tiermaske, ne? Das ist traurig. Gut, dann kann ich diese Fotos leider auch nicht so originalgetreu nachstellen, wie ich es gerne gemacht hätte. Aber ich glaube, sowas hier tut es auch, oder? So sieht doch schon kuhähnlich aus. Ja. Es wird noch ein braunes Oberteil. Das Originaloberteil vom Foto habe ich leider auch nicht. Und dann auf zur Kuh. Ich sehe schon, die Kuh ist sehr beliebt, auch bei diesem Club, der da vorne steht. Ich muss jetzt leider das Treffen crashen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay, ich glaube, jetzt wird mein Foto gecrashed. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Liebe Grüße an die Aircats-Kuh auf jeden Fall. Ein super netter Club. Und als wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben, was wir gerade so machen, und ich gesagt habe, dass ich ein Foto mit der Kuh machen will, haben sie gesagt, dass sie zur Seite gehen, damit ich das Foto machen kann. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ich glaube, die Kuh wird sich auch freuen. So, was war denn das? Die Kuhmaske habe ich ja leider nicht. Diese Ohren müssen reichen. Ja, ich glaube... Oh, die Kuh guckt wundervoll. Was ist das? Ich glaube, das war von der Perspektive... Oh Gott, dieser Blick von der Kuh, das ist ja gruselig. Anmaßend hier. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das von der Perspektive so hinbekomme. Die Kuh war auf jeden Fall so. Jetzt sieht man zwar von meinem Charakter ein bisschen mehr, aber die Kuh soll ja auch das Highlight sein, nicht wahr? So.
Jeder Vergleich, schreibt mir auch hier in die Kommentare, wie ihr das findet. Natürlich sind es jetzt auch hier nicht dieselben Sachen, aber der Blick von der Kuh ist einfach unbezahlbar. Das letzte Bild ist von Lynn Silverfire und ich sehe schon, dass es auf der Starshine Ranch aufgenommen wurde. Ich muss mich hier wieder wo reinbacken, und zwar in den Zaun. Das sieht schon sehr interessant aus. Ich hoffe mal, dass es diesmal funktioniert und auch hier muss ich erstmal Outfit wechseln. Darf ich mal sagen, wie ungewohnt es einfach ist, mit anderen Haaren als mit diesen Zöpfen da rumzulaufen. Ich habe die Zöpfe jetzt schon so lange und ja, jetzt einfach eine andere Frisur zu tragen, das ist ein eigenartiges Gefühl. Vor allem, weil ich diese Frisur auch sehr lange anhatte früher. Gut, gehen wir zu Starshine Ranch. Ich sehe auf dem Foto ein Klohäuschen, einen Hühnerstall und einen Zaun. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal ein bisschen suchen. Ah, doch hier. Hier hat sie sich reingebackt. Oh Gott, wie soll ich das machen? Okay, ja, wie gehe ich da am besten ran? Ich glaube, hier war das, ne? Kann ich mich, ja, hier kann ich mich noch reinbacken, zum Glück. Ich scheitere nicht, wie beim Baum. Die Brille muss ich noch abmachen. Auf dem Foto ist nämlich keine Brille. So, und ein bisschen so, stopp. Ja, wunderschön. Wunderschön. Bisschen ranzoomen, so. Das sieht aus, als hätte sie irgend so eine Halskrause um, in Form von diesem Zaun. Wunderhübsch. Ja, so sieht das Endresultat aus. Schreibt mir auch hier in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ich es gut nachgestellt habe. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass man so ein Foto nachmachen kann oder allgemein so ein Foto machen kann. Wie kommt man denn auf die Idee, sich hier reinzubuggen und ein Foto zu machen? Also weiß ich nicht, ich glaube, so kreativ bin ich auf jeden Fall nicht. So, dann war es das auf jeden Fall wieder mit dem Video. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr die nachgestellten Bilder findet. Und falls ihr Lust habt, weitere Bilder mit mir nachzustellen, dann schaut doch am Montag im Stream vorbei, nächsten Montag. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal in einem nächsten Video oder beim Stream wieder. Und ja, lasst mich auch gerne wissen, ob ihr auch schon lustige Fotos gemacht habt. Und ja, wie es mit dem Baum steht, ob man sich noch in Bäume reinbacken kann, das würde mich auch mal interessieren. Und ja, bis denne Antenne. Ciao!